Ihr habt abgestimmt und wolltet heute das vierte Volume von Demon Slayer. Ich habe, Gott sei Dank, hätte ich eigentlich gesagt, früh genug vorbestellt, um den Aufsteller dazu zu bekommen. Den haben wir hier. Aber wie schon bei den Postern muss ich sagen, dass die Qualität mittelmäßig ist. Also er ist wirklich dick, richtig dick und stabil. Aber das hier hinten verwirrt mich ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie man den aufstellen soll. Also es bringt nichts, wenn man das hier irgendwie rausmacht und runterklappt oder irgendwie das Ganze so klappt. Also ja. Am Ende stellt man den so auf und sieht halt, ja, den Aufsteller halt, ihr wisst, was ich meine, das weiße Zeug halt hier, ne? Was ja nicht so schön ist, aber wenigstens ist er richtig stabil und die Grafik geht auch von der Qualität her. Aber ja, gut. Muss man halt schauen, wie man das findet. Ich hatte auch wieder zum zweiten Mal diese Postkarte dabei. Kann ich euch natürlich auch zeigen. Dann kann ich euch wenigstens etwas zeigen. Da man beim Volume ja leider nicht so viel sehen wird. Ich bleibe auch dabei, dass ich das Cover von Volume 2 am schönsten finde. Und ja, ich habe mitbekommen, dass eine zweite Staffel angekündigt wurde. Aber ich meine, wären sie auch dumm gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten, oder? Also bei einem Anime, der durch die Decke geht und jeden Anime, jeden Film toppt, also da muss man eine zweite Staffel machen. So, FSK-Sticker abgezogen. Hier haben wir nochmal unser Cover. So. Unsere Seiten. Und unsere Rückseite, darum geht es. Ich habe immer noch nicht weitergeguckt. Bin immer noch bei Volume 2. Wir haben die Episoden 20 bis 26. Wir bekommen noch Clean Opening, Clean Ending und einen Trailer. Wow. Haben die deutsche und die japanische Synchro. Das Ganze geht 175 Minuten, Format 16 zu 9. Ja. Gut, dann gucken wir mal rein, was wir da zu sehen kriegen. Oh, sieht schon mal spannend aus, was ich hier sehe. Ja, mal gucken, wie es ausgeklappt aussieht. Schön. Schön, schön. Ja, wie gesagt, wäre natürlich wieder schöner, wenn das FSK-Logo nicht drauf gedruckt wäre. Aber gut, dieses Motiv hätte ich auch mega gerne irgendwie als Poster oder Postkarte. Aber gut. Und dann haben wir natürlich noch unsere Scheibe mit wieder schwarzem Hintergrund. Da hätte man vielleicht auch irgendwas machen können. Aber gut. Ja. Also von dem, was ich bisher gesehen habe, hat Demon Slayer auf jeden Fall seinen Hype verdient. Ist echt ein Top-Anime. Ich bin dann mal gespannt, wie es weitergeht und dann auch, wie Staffel 2 weitergeht, oder wenn sie dann irgendwann kommt. Ja, den Manga müsste ich auch mal lesen. Ich habe keinen einzigen Band im Regal und noch keinen einzigen Manga gelesen. Das sollte ich auch mal tun. Mir fehlt halt in letzter Zeit absolut das Geld, mir Manga zu kaufen und dann auch noch 10 Euro pro Band. Ja, ist natürlich ein bisschen viel, aber gut. Ich muss mal gucken. Bald kommt ja auch irgendein Band, ich glaube 7, 8, 6 mit Schuber raus. Ja, das wird natürlich dann auch geholt. Also irgendwann fängt man halt an, auch wenn es mitten in der Mitte ist, ne? Aber egal. Ja gut, meine Lieben, dann sind wir hier am Ende mit Demon Slayer. Leider, wie ich es vorausgesagt habe, dass Volume 1 eine Collector's Edition bekommt. Noch ein Schuber kommt und die restlichen Volumen leider ja wieder traurig, traurig sind und man es sich nur ein bisschen verschönern kann, wenn man früh genug und schnell genug vorbestellt. Aber
Naja, so ist das halt von Peppermint, ne? Ich glaube, das habe ich euch zu Genüge gesagt und erzählt, was ich davon halte. Ja, meine Lieben, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf eure Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.